Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist ULMX, Universal Language Media Exchange, Society and Culture, Gesellschaft und Kultur. Heute möchten wir über Weihnachten sprechen. Es ist der 15. Dezember und heute gab es zum ersten Mal dieses Jahr 4 bis 5 cm Pudelschnee hier in Ulm. Dies ist mein dritter Weihnachten hier in Deutschland und mittlerweile ist es mir aufgefallen, dass es manche merkwürdige, lustige und interessante Unterschiede zwischen Weihnachten in den USA und in Deutschland gibt. Und wir werden erst anfangen mit dem Datum, an dem Weihnachten tatsächlich stattfindet. Aber zuerst möchte ich es bekannt geben, dass es bald eine App von ULMX geben wird. Diese App ist perfekt geeignet für Studenten, die in Amerika einen Studienaufenthalt machen möchten. Wir freuen uns sehr darauf. So, lass mal anfangen. Wann ist Weihnachten? In Amerika ist es unbedingt am 25. Dezember. Immer. Jedes Jahr. Und in Deutschland ist es mehr oder weniger 3 Tage von Weihnachten. Und der allerwichtigste ist Heiliger Abend. Und es wird gefeiert in Amerika am 24. Dezember. Aber der Tag ist bekannt als der Tag vor Weihnachten. Während in Deutschland der Tag ist Weihnachten. Und der ist der Haupttag. Alle Tage danach sind Tage danach. und ich finde es komisch. Ich finde es ein Thema, wobei man Witze machen kann. Und es ist ein gutes Thema für Vergleiche zwischen Amerika und Deutschland, weil eigentlich war Jesus irgendwann anders, keine Ahnung, irgendwo anders in dem Kalender geboren, angeblich, wenn es überhaupt so eine Figur in der Geschichte geben mag. Keine Ahnung. Ja, so, ich finde es lustig, weil es wahrscheinlich nicht wahr ist an der ersten Stelle. Und dann, wenn es tatsächlich echt ist, ist es wahrscheinlich auch nicht an dem Tag. Und dann, wir können trotzdem ein bisschen darüber sprechen, welche ist eigentlich richtig falsch, 24. oder 25. Obwohl niemand wirklich so, niemand ist echt so begeistert darüber. Wenn es tatsächlich der 25. oder 24. ist, ist es eigentlich nur Spaß. Genauso wie Santa Claus und St. Nikolaus oder St. Nick und der Weihnachtsmann. Was soll das alles sein? Ich habe keine Ahnung. In Amerika, es gibt Santa Claus. Santa Claus ist St. Nick. In Deutschland gibt es einen zusätzlichen Tag am 6. Dezember und da kommt ein Mann und er hat irgendwie Hilfe dabei und der trägt einen Stock. Ich habe keine Ahnung, was das alles sein soll. Wer ist wer? Ist der Weihnachtsmann Santa? Ist der Weihnachtsmann St. Nicholas? Ist St. Nicholas Santa? Ich habe keine Ahnung. Aber laut Amerika ist es St. Nick, ist Santa Claus. Santa Claus kommt am Abend vor Weihnachten, sprich am 24. Dezember. Und ist es eine Person? In Europa ist es offensichtlich anders. Ich weiß zum Beispiel in den Niederlanden, dass etwas ähnlich wie St. Nikolaus am 6. Dezember gibt. Und das, was sie in den Niederlanden machen, stimmt nicht überein mit das, was sie in Deutschland machen. So. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Weil ich die Frage oft bekommen habe und in Amerika war es fast nicht
zu fragen. Alle haben Weihnachtsbäume und in Deutschland ist es vielleicht die Hälfte oder zumindest hier in Ulm bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. So, ich stelle die Frage für euch. Habt ihr einen Weihnachtsbaum? Weil ich es fast garantieren kann, dass fast jede in meiner Familie zurück in den USA, sie haben Bäume wahrscheinlich. Manche haben Kunststoffbäume, das ist auch akzeptabel. Man kann es nicht immer erwarten, dass die Leute diese Bäume kaufen und dann wegwerfen müssen und die ganze Schlepperei. Besonders wenn man älter wird, ist es viel angenehmer, einen Kunststoffbaum zu richten, zu errichten, und die Geschenke gehen immer darunter. Und die Bäume sind immer sehr, sag mal, heftig geschmückt. Und unter den Bäumen gibt es immer viele Geschenke. Es muss irgendwas mit der Kultur zu tun haben, wobei in Amerika es oft sehr viel konsumiert wird. Es ist wichtig, irgendwie, zumindest in den Köpfen von den Amerikanern, dass es eine große Geschenkerei geben wird, was wahrscheinlich nicht so notwendig ist und ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ich werde nochmal eine Frage stellen. Wie groß ist die Geschenkerei? In Deutschland, es gibt Weihnachtsgeld. Man bekommt ein extra Gehalt für den Monat, was zumindest zu mir scheint, als ob es mehr oder weniger für Weihnachten ist, dass die Mitarbeiter extra Geld haben werden für Geschenke. Aber sowas gibt es auch nicht in Amerika. Aber es kommt häufig vor, dass eine Firma Bonuses ausgeben wird um die Zeit des Jahres. Das ist sehr häufig gemacht, aber es ist nicht offiziell. Und wie gefällt euch Weihnachtsgeld? Für mich, ich denke, es ist ein bisschen blöd. Ich würde gerne mehr Geld pro Monat 12-mal bekommen, weil ich mich fühle, als ob die Firma irgendwie ein Monatsgehalt für mich sparen will und die können das sparen, weil ich es selbst sparen kann. Weiß. Und jetzt der letzte, vielleicht der größte Punkt: Weihnachtsmarkt. Das gibt es nicht in den USA und es ändert die Stimmung sehr viel. Es gibt jetzt Musik vom Weihnachtsmarkt hier in Ulm, was man ein bisschen hören kann. Und die Stimmung beim Weihnachtsmarkt ist schon ein bisschen fröhlich. Und es mag diese Zeit ein bisschen mehr soziell, weil das eine öffentliche Sammlung von Leuten ist. Und in Amerika, ich würde sagen, dass die größte öffentliche Sammlung von Leuten besteht in den Läden. Ja, es ist ähnlich hier in Deutschland, dass es viele Leute in den Läden gibt um diese Jahreszeit, aber es ist nicht so viel wie beim Weihnachtsmarkt. Und das bedeutet, dass diese soziale Gruppe ist irgendwie, die Leute kommen zusammen irgendwo anders als nur beim Einkauf. So, das ist soziell, es ist cool. Glühwein, das ist besonders deutsch. Und Punsch. Punsch habe ich. Ich habe nie heißen Punsch getrunken, aber sowas muss es eigentlich auch in Amerika geben. Punsch gibt es bestimmt, aber das hat normalerweise irgendwie Wodka oder irgendwas von Alkohol in den drin. Aber Glühwein, Wein mit Gewürzen, das habe ich nie gesehen oder gehört, aber ich war nur 25, als ich aus den USA umgewandert bin. Und vielleicht war es
etwas, was ich einfach nicht bemerkt habe. So, meine letzte Frage ist, in den USA hat jemand in der Audienz eine Erfahrung mit Glühwein gemacht? Das würde mich sehr interessieren. So, damit möchte ich euch ein fröhliches Weihnachten wünschen und alles Gute zu dieser Adventszeit, sodass die Stimmung gut ist, da bei ihrem Weihnachtsmarkt, und dass ihr diesen Vergleich genossen haben. Ich bin Matthew Blunt von ULMX, Universal Language Media Exchange. Bis zum nächsten Mal. Ade. Servus.